Hi zusammen, wie ihr vielleicht vor kurzem mitbekommen habt, mache ich derzeit lauter kleine Kunstwerke für unser Wohnzimmer und heute geht die Reihe weiter. Ihr findet aber auch in der Infobox die letzten Projekte und auch meine Do-It-Yourself-Playlist und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Als erstes brauchen wir natürlich ein Motiv und da habe ich mich für den Eiffelturm entschieden und diese Fotos sind natürlich auf meiner Reise in Paris entstanden und da gibt es auch ein Follow Me Around dazu, das werde ich euch mal in die Infobox verlinken. Für das Projekt reicht natürlich auch ein Motiv, ich habe jetzt aber 4 verschiedene ausgedruckt, weil ich mich einfach später entscheiden wollte, was ich dann wirklich verwende und um euch natürlich so ein bisschen eine Vielfalt zu zeigen. Hier habe ich jetzt auch 2 Bilder aus meinem Tagesbild raus bearbeitet, das heißt einmal ein Schwarz-Weiß-Bild daraus gemacht und dieses bunte hier und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich persönlich bearbeite meine Fotos in Photoshop, aber ihr könnt alles auch selbstverständlich in einem kostenlosen Tool machen, wie zum Beispiel bei GIMP. Da geht es auf jeden Fall auch, dass ihr ein Foto schwarz-weiß färben könnt. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze in Photoshop mache. Und zwar benutze ich da das Tool Farbton und Sättigung. Das findet ihr zum einen oben in der Korrekturenpalette, aber auch zum anderen unten am Rand der Ebenenpalette. Damit setze ich sozusagen eine neue Ebene darüber und verändere so somit auch nicht die Originalebene, sondern setze lediglich bei diesem Filter den Sättigungswert auf 0. Wenn das Bild bei euch dadurch zu flach wirkt, könnt ihr auch einfach den Kontrast noch etwas erhöhen. Je nach Programm heißt es anders. Ich arbeite bei Photoshop sehr gerne mit der Gradationskurve und dann wäre auch die Schwarz-Weiß-Variante schon fertig. Das ist jetzt auch direkt die Grundlage für die bunte Variante, die mir persönlich am besten gefällt. Und dafür brauchen wir jetzt einfach noch eine neue Ebene, und zwar eine Verlaufsebene. Da stelle ich einfach die Farben ein, die mir persönlich gut gefallen, die auch sehr schön miteinander harmonieren und ineinander übergehen und erstelle mir damit somit jetzt erstmal diese Farbfläche. Wenn ich mit der Farbzusammenstellung zufrieden bin, dann muss ich einfach noch diese Ebene negativ multiplizieren und dann ist das Ergebnis auch schon fertig. Ihr könnt aber auch im Nachhinein gerade bei Photoshop noch die Farben verändern und noch so ein bisschen schauen, was euch persönlich am besten gefällt. Dann brauchen wir natürlich eine Leinwand, auf die wir das Ganze später kleben werden und ich habe mich jetzt für das Maß 60x80 entschieden, aber ihr könnt das ganze Projekt natürlich auch viel kleiner machen und auch die Dreiecke später kleiner ausschneiden. Ich werde euch meine Maße auf jeden Fall in die Infobox schreiben. Ich zeige euch jetzt, was ich an Werkzeugen benutzt habe. Ihr könnt es aber auch alles mit einer ganz normalen Schere ausschneiden. Auf jeden Fall braucht ihr ein Lineal und einen Stift. Und ich in meinem Fall habe jetzt auch noch einen Cutter benutzt und auch eine Schneidematte. Das Praktische an solch einer Schneidematte ist nämlich auch, dass sie natürlich außenrum Maßeinheiten hat. Ich werde euch meine Schneidematte auch mal in die Infobox verlinken, falls euch die interessiert. Die gibt es nämlich in allen möglichen Größen und ich finde die eben für solche Projekte super praktisch, weil ihr dann nicht alles ausmessen müsst mit einem extra Lineal, sondern ganz einfach hier alles anzeichnen könnt. I should have really got the 43 up on, and it takes so long, yeah, you know it. Jetzt könnt ihr entweder mit dem Lineal oder einem anderen längeren Gegenstand die Punkte verbinden und somit ein Schachbrettmuster erzeugen. Für die eigentlichen Dreiecke brauchen wir jetzt natürlich noch Diagonalen und ich zeichne jetzt erstmal ein Dreieck ein, damit man sich das ungefähr vorstellen kann und somit kreuzen immer die Diagonalen jede zweite Linie am Kreuzungspunkt. Also ich zeichne euch das jetzt hier einfach ein, es ist wirklich nicht kompliziert, es ist nur ein bisschen schwer zu erklären, aber ihr seht das Ganze ja. Nachdem wir alle Dreiecke eingezeichnet haben, sollten wir sie auch direkt durchnummerieren. Und seien ihr puzzelt ziemlich gern, das könnt ihr natürlich auch machen, aber durch die Nummerierung ist es später viel, viel einfacher, das Ganze auch auf die Leinwand zu übertragen.
Ich denke, es ist klar, aber das Ganze muss jetzt natürlich auch noch ausgeschnitten werden. Und das könnt ihr, wie vorhin schon gesagt, auch mit einer ganz normalen Schere tun. Ich mache das jetzt hier mit meinem Schneidelineal und dem Cutter. Und los geht's jetzt mit dem Auflegen auf die Leinwand. Und das solltet ihr am besten vorher mal ohne Kleber ausprobieren, wie groß ihr die Abstände auch machen müsst und wollt, damit die Leinwand später schön gefüllt ist und das Ganze auch einfach symmetrisch aussieht. Hier habe ich jetzt einfach mal das komplette Schwarz-Weiß-Foto ausgelegt, aber ich wollte euch auch gerne mal zeigen, dass sich ein super schönes Muster ergibt, wenn man zwei Fotos einfach mischt miteinander, also gerade wenn sie dasselbe Motiv haben und einfach unterschiedliche Farben, so wie jetzt dieses bunte Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe, und das Schwarz-Weiß-Bild, dann kann man einfach die Dreiecke abwechselnd legen oder in einem speziellen Muster, und das wollte ich euch einfach als Alternative auch mal zeigen. Jetzt werden die Dreiecke natürlich auch auf der Leinwand verewigt und da könnt ihr jeden möglichen Kleber nehmen, den ihr gerne mögt oder vielleicht zu Hause habt. Ich habe jetzt Art Podge dafür gekauft und trage das Ganze mit solch einem Schwammpinsel auf, weil ich das sehr praktisch finde und gehe da wirklich Stück für Stück vor. Es gibt aber auch zum Beispiel Mod Podge oder Kleister, der einfach transparent trocknet. Dann gehe ich nochmal komplett mit dem Kleber über die gesamte Leinwand drüber, um alles zu fixieren zum einen, aber ich mag auch den Look, der dadurch entsteht, sehr, sehr gerne, weil das Foto matt wird dadurch und es entsteht auch so eine leichte Struktur eben durch die Pinselstriche. Hier seht ihr jetzt auch nochmal meine weiteren Do-it-yourself-Projekte und auch die Reihe, die ich gestartet habe mit der Leinwandkunst. Falls ihr irgendwas davon nachmacht und ich euch zu irgendwas davon inspirieren konnte, dann schickt mir in jedem Fall Fotos mit dem Hashtag MyStyleInFashion. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!